Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu dem heutigen Tag und der heutigen kurzen Tagesbotschaft mit dem Engel der Liebe Orakel. Ich wünsche dir schon mal einen wundervollen Tag für den heutigen Tag. Heute möchte ich mich kurz und knapp halten, deshalb beeile ich mich jetzt auch etwas, die Karten zu ziehen. Für die einzelnen Elementgruppen möchte ich die Karten ziehen. Fürs Feuerelement. Welche Karte darf für den heutigen Tag für das Feuerelement gezogen werden? Diese Karte will sich zeigen. Achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Ja, achte ein bisschen darauf, auf den heutigen Tag, dass du nicht zu sehr impulsiv auch vorwärts gehst. Achte auf die Warnsignale. Ja, vielleicht Warnsignale insofern Ampel, Blitzer oder sonstiges. Oder halt auch, vielleicht ist jemand in deinem Umkreis nicht ehrlich zu dir. Oder du kriegst irgendwie immer wieder kurze, kleine Warnungen vom Universum. Ja, achte auf die Warnsignale. Bleib aber bei dir selber, bleibe dir selber treu und genieße den heutigen Tag. Für das Element Erde, eine Botschaft für das Element Erde für den Tag. Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Hast du jemanden in Aussicht? Hast du eine Person, die du liebst? Einen Wunschpartner, den du gern an deiner Seite hättest? Oder hast du jetzt jemanden noch relativ frisch in deinem Leben neu kennengelernt? Vielleicht auch schon mal ein Date gehabt. Vielleicht kannt ihr euch auch schon so wie die beiden auf diesem Kartenbild etwas näher. So, hoffentlich kann man das erkennen. Ja, doch, man sollte es erkennen können. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Er ist nicht ohne Grund in deinem Leben, liebes Erdelement. Aber ich sehe hier eine wundervolle Liebe aufblühen. Ja. Für das Element Luft. Die Luftzeichen. Welche Botschaft darf heute für die Luftzeichen herauskommen? Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Oh je, ich glaube, nicht viele von euch mögen diese Karte, aber vertraue darauf, alles kommt dann zu dir, wenn du loslässt. Da habe ich zuletzt auch schon eine kleine Botschaft gehabt in einer Tagesbotschaft. Ich kann euch diese ja mal verlinken. Oben rechts in der Infobox kannst du dieses Video anklicken und dann auch ansehen, welche Botschaft ich da gesagt habe zum Thema Loslassen. Vertraue darauf, dass alles zu dir kommen wird und ja, auch an deiner Seite bleiben wird, was zu dir gehört. Gut. Kommen wir nun zuletzt zu dem Wasserelement. Das Wasserelement darf auch heute natürlich nicht fehlen. Welche Botschaft darf heute für euch mit dabei sein? Okay, Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Achte also auch darauf. Wer täuscht dich vielleicht noch? Oder wer versucht, sich selbst in einem besseren Licht darstellen zu lassen? Aber auch achte darauf, ob es jemand mit dir ernst meint oder eben nicht. Also, bevor du eine Enttäuschung erlebst, achte genau auf die Menschen in deinem Umfeld und lasse nur diese weiterhin in deinem Leben, denen du hundertprozentig vertrauen kannst und die es ernst mit dir meinen. Auch wenn jemand mal eine Notlüge hat, nimm es den Leuten nicht zu ernst, sei nicht nachtragend, aber natürlich immer noch im Maßen, je nachdem, was es für eine Täuschung ist. Gut, das war die heutige Botschaft. Ist doch länger geworden, als ich gedacht hätte, aber wenn ich so im Fluss bin, dann ist es nun mal so. Gut, ich wünsche dir ganz viel Kraft für den heutigen Tag. Für einige sieht es hier super aus, für andere braucht es noch etwas mehr Vertrauen
und etwas mehr Achtung. Ja, aber mir ist schon auch in der letzten Neunerlegung zu sehen war, es kommt für viele eine wundervolle, erfüllte Zeit auf euch zu. Achtet ein bisschen auf die Kleinigkeiten, lasst diese aber nicht zu einem zu großen Problem werden. Und von daher wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.